Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Im letzten Part haben wir ein bisschen gesungen im Musical und wollen jetzt in die nächste Welt. Mal sehen, was das so für eine ist. Hab jetzt nicht auf das Symbol geachtet. Highwood Level 4. Weniger Schild, mehr Speed, mehr Geschwindigkeit oder whatever. Aber weniger Schild, ha. Ha. Scheiß drauf. Einfach starten. So, ich hoffe, die Gummi-Jet-Mission ist auch nicht so bescheuert. Ja, was heißt Gummijet-Mission? Mission machen wir ja davon nicht. HP-Kugeln. Sammle nach dem Abschießen von Gegner HP-Kugeln auf, um die HP-Leiste wieder aufzufüllen. Warum kommt sowas jetzt eigentlich jetzt? Uhu, lasst einfach keine HP-Kugeln fallen. Das ist das Beste, was es gibt. Au, au. Den Großen auch anfeuern, okay. Dann machen wir das einfach mal. Hey, cool! Sogar geklappt. Mini-Propeller, okay! Du Scheiße. Achtung, ja, dann. Dann zeig mir auch dahin. Autsch! Okay. Warum auch immer da gerade vom Groß noch nichts gemacht wird. Ah, geht doch. Propellergummi, okay. Du, nein, du, du, du. Ich sollte mal dran denken, eine Ausweichrolle zu machen. Vielleicht hilft das. Noch mehr Mini-Propeller. Yay, Alter, was ist das für eine Kamera, ey? Okay. Alles gut. Ich finde es auch gut, dass die Punkte jetzt so gesehen zu einem zukommen. Die hätte ich aber nicht besiegen können, die Großen, in der Zeit. Hey, eine Rolle hilft wirklich. Kein Schild machen, bitte. Danke. Ja, ich sollte wirklich mal dran denken, öfter die Rolle zu machen. Das hilft. Ah, ich hab den nicht besiegt. Ich hab den nicht besiegt. Der gab bestimmt etwas extra. Den Großen hätte ich auch noch besiegen können, theoretisch. Zeit wäre genug, hätte ich aber die Kleinen nicht bekommen. Lalalala. Okay. Passt. Ach so. Gut, dass man Gegner besiegen muss, die man erstmal nicht sieht. Das ist immer ganz cool. Massivcockpit, okay. Scheiß auf den kleinen. Nimm den großen! Schade. So, hat er mich doch noch ein bisschen getroffen. Abschied drauf. Irgendwie ständig über Kopf sein. Das ist okay, Ende. Nothing special. Fahrt gesichert. Was heißt gesichert? Dass wir jetzt Mission machen können, wahrscheinlich. Highwind Level 5. Oh, ich glaube, ich sollte mal mehr mit. Ja, ich weiß. Medaillen Level 9. Okay, keine Ahnung. Oh, ein bisschen fehlt uns noch, ne? Okay, neue Welt, mal gucken. Ach, stimmt ja, wir landen ja nicht sofort drinne.
Okay, vor der Welt wurde ich gewarnt. Port Royal. Mir wurde gesagt, ich habe hier viel Spaß, also werde ich wahrscheinlich viel Spaß haben. Ist so oder so egal. Ein Moment, Nico. Warum hast du jetzt die ganze Zeit solche Vibrationsgeräusche? Das will mir jetzt irgendwie nicht gefallen. Könnte an der Waschmaschine liegen, weil die meine Tür rüttelt und... Ja, ein Moment kurz bitte, ein Moment kurz. Nö, wird nicht weniger. Das ist doof. Ach egal, machen wir einfach weiter. This place is kinda different. Port Royal. Something's up. Organization 13? I'm the hot one. Only one way to find out. Auf und hin, würde ich sagen, ne? Ich denke mal, das könnte ich mit der Rauschentfernung wegmachen. Ist nur mal so eine Frage. Hallo Karte! Schön, dass wir dich am Anfang bekommen. Okay. Piratenschiff. Nein, speichern. Warum eigentlich speichern? Keine Ahnung. Okay. Taler haben wir auch wieder ein bisschen. Oh, da geht's runter. Okay. Will ich doch noch ein bisschen hier bleiben? Eine Glocke, Symbol von Port Royal. Denn hier ist eine Truhe mit einem Fenstersplitter, was eh scheißegal ist. Aber ein Sticker, an den wir rankommen. Und noch eine Truhe. Okay, hier geht's auch lang. Nein, falscher Knopf. Ach, die ganze Karte kann man hier nicht machen. Das kam von dort drüben. Ja, okay, Sora, ist okay. Mir wurde auch gesagt, ich sollte das Trio-Limit ausrüsten, weil es überlebenswichtig ist. Habe ich gesagt, mache ich noch, aber fürs normale Kämpfen bin ich es gerade gewohnt, das alles drin zu haben. Ja, Moment mal, ich habe Trio-Limit drin. Cool, habe ich schon total vergessen, dass ich das reingetan habe. Muss ich dann halt nur irgendwann mal verwenden. Was bedeutet eigentlich Auto-Trio-Limit? Dass das sofort automatisch kommt oder halt auch mit diesem Dreieck? Aztec Treasury? Aye, and thanks to the curse put on it, we are neither among the living nor the dead. Really? Cause you look like regular pirates to me. Ah, but in the moonlight. Whoa, now I get what you were saying. Well, if you see two doofuses and a brat holding a keyblade, steer clear. They got a kind of magic that don't belong in this world, see? And nobody knows what it'll do to you. Especially when the moon's showing what you really are. A match for Barbossa, you say? Hey! See there? I knew it. Those are the punks I was telling you about. Who are you calling punks? It's Sora, Donald, and Goofy to you, and don't you forget it. That we won't, and we'll engrave it on your tombstone, to be sure. Whoa, I like your style. Man, half of you stay here and indulge these cullies. The rest, bring me that medallion. Aye! Das genau wer weiß. Get to stomp on a few of you? Wer da bleiben soll und wer geht, wenn sie sagt, wird die Hälfte. Naja,
Ich finde, allein von der Grafik her, diese Welt passt nicht zu Kingdom Hearts. Wie alle so cartoonmäßig und dann so Port Royal-mäßig. Okay, wir können ihm keinen Schaden machen. Das ist sehr schön. Querschläger. Was bringt mir dieser Querschläger, was? Ich habe aus Versehen geheilt gehabt. Best be saying your prayers. Hey, watch out! They can see you! Stay away from their magic! What for? Weren't you listening to me before? Hey, Pete, thanks for the tip. Magie benutzen oder was jetzt? Schön, dass meine MP alle down sind. Wegen Scheiß aus Versehen. Ich hab grad wieder. Mond, hilf uns! Geil! Donald wird in dieser Welt wahrscheinlich sehr wichtig sein. Ich kann dich nicht in die Luft schlagen? Okay. Doch, kann ich. Warum konnte ich eben die anderen nicht in die Luft schlagen? Gute Frage. Die Sache ist noch nicht vorbei. Ja, hau nur ab, so wie du es immer tust. Kämpfen tust du eh selber nicht und wenn, schlecht. Aber ich mag irgendwie die Textbox. Wenn Carlo hier ist, dann heißt es gibt Arbeit für uns. Genau. Und der Piratenkapitän sah auch recht gefährlich aus. Oh Mann, ich kann nur hoffen, der wird nicht zu einem Herzlosen. Genau genommen ist er tot. Kann er dann noch herzlos werden? Also manchmal tot, manchmal nicht. Ja, gute Frage. Er ist an Bord dieses Piratenschiffs gegangen. Nun, vielleicht können wir ja einen kleinen Segeltörn mit einem Piratenschiff machen. Ich mache nur Spaß. Diese Piraten waren unterwegs in Richtung Stadt, oder? Ja, sie erwähnten irgendetwas von einem Medaillon. Auf und davon. Wer auch immer das nochmal gesagt hat. Keine Ahnung, es gibt hier viel zu viele Wege. Lassen wir rein, ich darf hier nicht. Wie soll ich da denn herankommen? Ich meine ja nur, das ist doppelt so hoch wie jetzt springe. Kann doch nicht sein, dass ich da mit Sportsfreund hinkomme. Sportsfreund war sonst immer nur eineinhalb mal so viel. Gute Frage. Okay, das heißt, ihr könnt Piraten und so weiter nur im Mondlicht angreifen und Schaden zufügen. Das ist okay. Where are you taking me? Let me go! Elizabeth! Stop! Are they? That's where I was! Right here! We'll deal with them. Go, take cover. Hauptsache geile Musik. Das ist das Beste. So, es können doch nicht nur normale Schattenlöcher sein. Komm schon. Das wäre etwas zu lame. Ja, meine ich doch. Ich darf jetzt... Oh nee, nicht die Viecher. Und ich habe noch keine Okay, ich brauche keine Ausweichrolle. Aber trotzdem hasse ich die Viecher. Angriffskraft für Sora. Angriffskraft für Sora. Das gefällt mir. Was für eine Finishrolle und der Mund. Wow. Sehr beachtlich. Meine Fechtkünste sind ja auch nicht zu verachten, aber mit solchen Gegnern hatte ich es bisher noch nie zu tun. Oh, denkst du wirklich, dass wir so gut sind? Hast du deine Freundin gefunden? Ich war zu langsam, aber ich muss sie retten. Würdet ihr mir helfen? Aber sicher. Ich bin Sora.
Und das sind Donald und Goofy. Ich bin William Turner, aber nennt mich Will. Okay, Will, wollen wir? Unbedingt, wir müssen schleunigst zu den Docks. Da durfte ich vorher nicht hin, ne? Oder wo? Ja, keine Ahnung, ob das ein Pier war oder Dock. Was, du kämpfst nicht mit uns? Schade. So, Hauptsache ich habe einen Sticker. Okay, nice. Da ist eine Truhe. Und Gegner. Hier gibt es definitiv zu viele Wege. Abilitamin, gut, für einen weiß ich nicht, ob da irgendwas war, was ich ausrüsten wollen würde. Okay. Lass mir ran, ich darf nicht zurück und von da bin ich gekommen. So ungefähr. Hey, die Schattenlöcher geben wieder 8 Erfahrungspunkte, ist das nicht toll? Befestigungsanlage. Ich kann hier hin. Oh. Oh. Okay. Von hier kam ich nicht. Okay, im Endeffekt schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Ach, und hier haben wir gekämpft. Okay. Dann will ich den Sticker da oben. Kann ich mich hier... Nein, ich kann darauf nicht stehen, so wie in den Tagen. Schade. Hätte ich den Gegner in die Luft werfen sollen. Es hat geklappt. So, Finstertropfen. Und gar nichts, ne? Wollte ich schon sagen. Aber Sora hat mir nur die Sicht versperrt. Mithrilstein. Gegner. Oh, und ein Pirat. Oh Gott. Wie schön, dass du nicht im Mondlicht warst. Ich sehe schon das Problem in dieser Welt. Ich darf sie nicht in die Finsternis kicken. Too late, huh? Those pirates kidnapped my swan and took her to their ship. Now they've sailed, and I'll never be able to find her. Then she's long gone. The Black Pearl is nigh uncatchable. Best find yourself another girl, mate. You! What are you doing aboard the Interceptor? She's off limits to civilians. Ah, fortunate that I'm going to commandeer her then. She'll make a fine pirate ship. A pirate? Captain Jack Sparrow, if you please. Take me with you. Help me hunt down the Black Pearl and save Miss Swan. I got you out of that jail cell, Sparrow. Do this, and your debt's repaid. You'll have to win Fair Lady's heart alone, mate. I see no profit in it for me. Come on, Captain. Are you sure you can sail her? All on your own? You've a point there. Thanks, Sparrow. Captain Sparrow. I'm Sora. This is Donald and Goofy. I'm Will Turner. That will be short for William, I imagine. No doubt named for your father, eh? Yes. Well then, Mr. Turner, you get us ready to make way. I have some effects to liberate. Aye, aye. But hurry! Naturally. Sparrow! You really want to be a pirate? Of course not. What do you make of this Will? I don't know. We just met him. I think my luck's about to change. Okay, Sparrow und Donald würde ich auch so drin behalten. Mal sehen, was kann er? Keine Bahn, Regelsturm, Bombenleger, Schatzinsel. Er hat auf jeden Fall Charmeur, Glücksboost, Itemboost. Autoheilung, stellt HP eines Gefährten wieder her, der mit Wechsel ausgetauscht wurde. Das mache ich nicht so wirklich. Autolimit, Defender-Schild. Ich denke mal, einen Charmeur kann man rausnehmen. Ha. Abwehrkraft.
in kritischen Situationen, also so Bombe ist das nicht und Autolimit. I don't know. Lassen wir aber trotzdem mal so drin. Items, da haben wir sowieso jetzt erstmal eine Abilitamin zu schlucken. Und Mithrilstein ist neu. Ja, den wollte ich nicht benutzen. Was hat der das Schlüsselschwert überhaupt gebracht an Werte? Das muss ich jetzt bei Items Sora gucken. Mehr Magie. Aber ich will meine Luftkombo nicht weggeben. Okay, Leute, ich sag im nächsten Part machen wir weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss. Sobald das hier zu Ende geladen hat, damit ich gleich pausieren kann, falls noch was kommt. Ich denke mal, es kommt was, sonst wird er nicht so lange laden. Nein, tut es nicht. Okay.